Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon, der Shiny Renegade Platinum Edition in der Nuzlocke-Version, wo wir am heutigen Tage die Stahl-Arena herausfordern werden. Und naja, heute ist Samstag, wo das Ganze rauskommt. Also gut, ich nehme es am 24. auf, aber trotzdem, ihr kriegt es am 26. Mal schauen, ob wir heute durch die Arena rushen oder nicht. So, was nehmen wir? Wir nehmen jetzt mal Gamabunta nach vorne. Ich habe ihm jetzt mal Energieball beigebracht, weil, ja, finde das am sinnvollsten. Solarstrahl muss ich sonst immer aufsetzen mit Sunny Day und so kann ich es wenigstens immer noch ein bisschen cheesen, ne? Oh Gott, nicht schon wieder. Und von Level 51 sage ich doch. Oh Mann, ich weiß schon, warum ich, ne? Energieball. Ich hoffe, das nützt was. Erdbeben wird mich nie killen. Das ist neutral effektiv. Iron Tail, wenn du Erdbeben einsetzen könntest, okay. Aber das macht schon ziemlich viel Schaden. Energieball. Ja, ich sehe mich schon wieder. Ich werde wieder heilen müssen, ne? Ich meine, die AP. Weil ich die nicht one-shotte mit Gamabunta. Leider, leider. Ja. Gut, nächster. Ich muss mich heilen. Sonst komme ich in Teufelsküche. Ich komme zwar gut gegen die an, aber nicht mit Low Life. Magnetmite. Also gut, ich muss schneiden, weil ich will euch nicht das Ganze antun, bis ich wieder da oben bin. Weil ich muss ja das Rätsel dann wieder komplett normal lösen. Kommt ja gar nicht in Frage, sowas. So. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, dass das Ding noch Flammenwurf kann. Aber gut. Lock on. Oh. Er wollte also mit einer Elektroattacke auf mich stürzen. Heißt Earthquake ins Gesicht. Vierfach schwach. Swampert ist MVP gerade. Sheldon. Oh Mann. Aqua Tail. Ich meine, das Ding kann gar noch nicht Schilderus. Kommt noch. Dann haben wir Aaron. Ich sagte doch, Stahlgestein. Da kann jedes Vieh kommen. Selbst Merwile. Also, Flunkiefer. Bronzel, ah ja. Du hast sogar dann noch Schwebe, glaube ich. Das heißt Aqua Tail ins Gesicht. Beldum. Beldum, Beldum. Earthquake. Das waren jetzt nur Baby-Pokémon. Warum man das auch immer noch hat. Ich hätte jetzt hier Metang erwartet. Whatever, aber nicht die Erstentwicklung. Ja gut, was will man machen? Ich meine, Shelteros ist auch nicht wirklich das beste Vieh dagegen. Also ich meine, die sind nicht stark gelevelt oder so. Die sind nicht stark, solange man... Du, ich möchte ganz gerne alle besiegen. Willst du mich verarschen? Gut, das war schon mal ein Satz mit X. Da oben ist der nächste Kollege.
Kamabunta, entledige dich dem Kollegen. Magneto. Ey, vorhin. Gut, aber dann gehe ich diesmal auf Fatalis. Ich meine, Level 61 sollte reichen für Kamabunta, um irgendwas zu reißen dann gegen die Arena an sich. So. Und wir müssen da noch ein Level Up machen. Jo, haben wir auch gleich. Juhu. Zap Cannon vielleicht? Vergiss es. Nicht mit mir. Sorry. Metang. Ah, jetzt steigern sie sich, ne? Ihr kleinen Dullis. Metang kommt jetzt Bronzong, oder was? Aber was mache ich gegen Bronzong? Wenn das wirklich kommt, ich habe keine Feuermoves. Leyron. Geh einfach weg. Gar keine Sonne siehst du. Könnte sogar der einfachste Arena-Leiter fight werden durch meine Pokémon, die ich da dabei habe. So. Eigentlich sollte ich jetzt schon zurück und heilen. Einfach wegen AP. Ach so. So läuft der Hase. Ja, komm, geh mal runter. Kommt jetzt ein Magnetzone oder was? Du weißt, wie das endet, ne? Empoleon. Ah ja. Aber gut, selbst da ich hab Fake Fat. Sorry. Gar kein Problem. Bye bye. Was? Flash Cannon. Ah ja. Hallo? Ich wollte gerade sagen, hast du dich aufgehängt oder so? Bei der Animation? So, weg mit dir. Aber einfach Level 50er. Empoleon. Oh, da wird sich Sefi ärgern, weil das war sein Starter. So, Metagross. Sein Headbutt, ne? Nicht dein Ernst. Das sollte ich outspeeden. Stahl resistig. Ja, ja. Und du bist nie schneller als ein Knackrack. Ja. Und falls du irgendwie einen Fokusgurt hattest, tut mir leid. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Ne? Sorry. Bye bye. Genieße es in der Halle. Scizor. Da kommt das nächste Problemkind. Was hast du? Kreuzschere, Nachthieb, Eisenschädel, Schwertanz. Ich muss auf Earthquake gehen. Ich kann nichts machen. Höchstens Will-O-Wisp mit Zenbon. Aber gut, das reicht auch. Hey, wie viel Schaden das macht. Ah, es wird nicht mal resistet. Ah ja. In dem Fall werden meine Drachenattacken. Ja, resistet. Ziemlich uncool. Ja, geil. So, immerhin. Das war's mit dem. Moment, bevor ich hier weitergehe. Hyper Potion auf Fatalis, dann Zenbon, Gamabunta noch hochheilen.
weil ich erwarte immer noch jemand vor meiner Nase. Ich denke nicht, dass es schon gewesen ist. Moment. Einmal rechts lang. Gut, das war Fail. Nee, war vielleicht nicht Fail, aber ich gucke noch auf der anderen Seite kurz nach. Hey, so viele Wege. Da muss es weitergehen, denn hier, ne, ist der nächste Trainer. Ich bin so gespannt. Und ich kämpfe extra gegen jeden. Nicht, dass es hält, du hast die Hälfte besprungen und jetzt hast du einfach gewonnen. Nein, so einfach mache ich es mir nicht. So. Energieball. Lock on. Ah ja. Juckt mich das? Nein. Nicht wirklich. Tschüss, tschüss. Nasgnet. Also Voluminas. So, jetzt sollte ich langsam ein Level abkriegen. Dankeschön, Level 59. So läuft der Hase nun mal. Nein, nicht Forstelka. Alles aber nicht du. Ich kann doch gegen dich nichts ausrichten. Senbon. Wie gesagt, ich muss jetzt mit Elektroattacken was reißen. Alles andere bringt nichts. Das ist sicher noch Iron Defense. Ja, zum Glück. Will-O-Wisp ins Gesicht. Iron Defense. Also würde mich das jucken. Thunderbolt. Autsch. Das nennt man abgefertigt, abgefrühstückt. Heutzutage. So. Jetzt Senbon noch auf Level 59. Wäre eine schöne Sache, aber ich glaube, so weit kommen wir nicht mehr. Aber wir haben hier schon den nächsten Fight. So. Nächster Fight. Heute habe ich eine ziemlich lange Aufnahmesession in Sachen Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich froh sein soll oder nicht. Und du kannst sicher wieder mit dem High Jump kicken, ne? Will-O-Wisp. Sorry, geh mal schlafen, beispielsweise brennen. Jetzt kommt er einfach mit speziellen Moveset daher. Wo hast du Aurasphäre her, du Wichser? Hydropumpe, sie muss treffen. Dann ist das Ding nämlich weg, weil du... Ja gut, aber du bist tot. Dank dem Burn. Aber wo will man das denn wissen? Also woher will man das wissen, dass das Ding einfach mal sowas überlebt? Oh Gott. Okay, das heißt wieder eine Hyper Potion fressen. Sonst wird das nichts mehr mit Senbon. Lucario mit Aurasphäre war zu crank gerade und ich bin overlevelt. Ne? Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt nicht overlevelt. Einfach One-Shot. Easy. Weil das kann. Oh gut. Perfektes Matchup. Thunderbolt ins Gesicht. Du hast höchstens Sturdy. Aber gut. Wen juckt das?
Hä? Okay, kein Sturdy. Hätte es mir wenigstens Schaden zufügen können. Aber gut. Marwile. Okay. Fee. Stahl. Will-O-Wisp. Sorry, Bruder. Playful. Abgeschwächt, Bruder. Jetzt kann ich dich einfach mit Thunderbolt penetrieren. Hätte vielleicht auch schon so gereicht, aber ich gehe auf Nummer sicher bei einem Flohkiefer. Nee, hat auch so nicht gereicht. Gut haben wir da definitiv vorgebeugt. Easy. Na, will sonst noch wer in irgendeiner Weise probieren, Stress zu machen? Ich glaube nicht. Wormadam. Ah ja. Ich weiß gar nicht, was bist du? Käfer? Boden bist du nicht, sonst hättest du das gerade negiert. Oh Gott. Aber zum Glück kill ich dich gerade. Also wenn ein Bormadame ein Rotom gekillt hätte, in der Waschmaschinenform, dann wäre ich komplett escalated. Aber sowas von. So, dann geht's weiter. Let's go. So, ja, jetzt sind wir beim Arena-Leiter. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Denn jetzt muss ich nochmal zurück. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Tülle. So, meine Freunde, hier sind wir wieder. Hier stehen wir mit Fatalis, Gamma Punta, Manaphy, Zenbon, Super Saiyan Goku und Swampert wieder im Ring. Ich werde mit dem guten alten Knacker gliedern und werde direkt schwer tanzen, weil ich keinen Bock habe auf den Kollegen. Weil ich auch nicht weiß, was genau kommen mag. Gut, das bringt mir schon mal gar nichts. Ich kann hier nicht schwer tanzen. Doch, kann ich schon, aber ich glaube, das wird in die Hose gehen. Aber sowas von. Reflect. Oh, cool. Gibst du mir noch eine gratis Sword Dance Runde? Light Screen. Okay, er setzt die Screens auf. Auch nicht schlecht. Und das heißt, ich habe plus 6 Knackrack auf dem Feld. Jetzt will ich schauen, was er dagegen tun kann. Gyroball. Das tut nicht wirklich weh. So, Dragon Claw. Das wird er überleben, ne? Das ist ganz klar. Stealth Rock. Ich habe nicht vor, auszuswitchen, Kollege. Aber nett von dir. Und der Sandsturm steigert auch meine Spezialverteidigung. Nur so am Rande beigemerkt. Nur so. Und ich bin plus 6. Das tankt kein einziges deiner Viecher mehr. Nur so am Rande. Aber gut. Versuchen kann man's ja. Steelix, egal wie bulky du bist, es tut mir leid. Du bist 7 Level unter mir. Und selbst wenn du auf meinem Level wärst, wirst du ein plus 6 Earthquake nicht tanken. Tut mir leid. Außerdem kommt noch dazu, dass du ja allgemein keine Sonne sehen würdest. So, instant weg. Jetzt hat dann auch schon, wie soll ich sagen, jetzt hört dann auch schon der Reflektor auf. Ganz cool. Und du hast vierfach Schwäche, Earthquake. Das ist ein Instant Kill, vor allem Ding auf plus 6. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man mit
bei Bronson so easy aufsetzen kann, aber wer kann an, dass es nicht nur Ding hat, wie heißt es? Was hat Sturdy oder hast du einen Focus Dash? Focus Dash, okay. Heat Smash. Weiß schon, dass ich das resiste. Ja. Not very effective. Und du hast dich selbst gekillt, Bruder. Scheiße, wa? Und sogar noch mit eben Roadskin. Ha! Sowas von dumm. Es hat einfach Step Rock und die Light Screen, also die Screens an sich, also. Damit kannst du zu Anfang eines. Ja. Kampfes nichts reißen. Weil du musst Druck machen. Weil du hast das. Man hat das ganze Moveset gesehen. Light Screen. Also beide Screens. Stealth Rock und Gyroball. Das war kein Druck, was der aufgebaut hat. Das war lächerlich. Das war mehr als lächerlich. Bastiodon. Das ist auch lächerlich. Earthquake, tot. Tut mir leid, dass es so langweilig ist, aber ich habe einfach das perfekte Matchup. In jeder Hinsicht. Ich hätte auch nur auf 55 sein können. Es wäre alles so ausgegangen. Ich wusste einfach, Knackrack, Zompacks müssen rein und vielleicht auch noch eben Wasser, also Wasser-Pokémon, um allfällige Gestein-Typen einfach wegzuflexen. Aber das übertrifft alles. Und Magnetzone. Was willst du mit Magnetzone? Das heißt, wenn es einen Schlag überlebt, mit Flammenwurf killst du mich auch nicht. Mit Light Cannon triffst du mich auch nicht wirklich. Und klar, du machst Schaden wegen Analyse, aber. Jo. Mit deiner Elektroattacke kannst du mir gar nichts. Also, ja. Einfachster Orden EU West. Sorry. Einfach Geschichte mit dir. Es tut mir leid. Wollte dich nicht so abfrühstücken, aber was soll ich tun? From Barn. Minen Badge. Ja, sorry, Bruder. Was soll ich tun? Richtig vorbereiten und straight durchhasseln. Einfach easy. Hätte ich das nicht gemacht, ich wäre sowas von abgeschmiert. Sowas von. Klar, ich hätte immer noch mit Lucario das genau dasselbe tun können. Aber gut. Weil ich habe einfach die. Sogar Lucario hätte das alles gerippt, weil sein Bronzong, was mit einer Psycho-Attacke ziemlich offensiv hätte Druck machen können gegen mein gesamtes Team, weil nichts resistet hat, hat einfach nicht gehabt. Ne? Ich hätte einfach aufsetzen können mit Lucario und das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Ich habe es einfach ein bisschen beschleunigt durch. Ah ja, und ich wäre sogar noch full life gewesen. Das kommt noch dazu wegen Ableitheap. Oh ne, hören wir jetzt noch die Geschichte? Ja gut, machen wir das auch noch, weil gar kein Bock. Ne, gar kein Bock hier. Irgendwie, aber ich bin doch. Ich nehme jetzt Lucario hier nach vorne. Wobei, wenn der jetzt mit dem Scheiß kommt. Ich muss Sandbomb nach vorne klatschen. Ich habe keine Ahnung, ob da drin auch ein Kampf kommt. Wenn da sein Staraptor wieder kommt, muss ich was dagegen halten. Wir haben zwar in dieser Stadt schon gekämpft, aber ich weiß nicht, was der Hack für mich bereithält. Nicht mehr. Seit es komplettiert wurde. Jetzt sollten wir eigentlich die Geschichte von Palkia und Dialga erfahren. Und glaube ich auch Giratina.
Ich konzentriere mich gerade, ob ich wirklich nichts überlese. Snowpoint. With Lake Valor. Boom. Kommt jetzt der ganze Schrott mit ja, ich glaube, jetzt muss ich dort vorbeischneiden. Wir können es ja mal überprüfen. Wenn die weg sind, machen wir dort im nächsten Part weiter. Aber das Team ist wirklich stark. Hätte ich jetzt selbst nicht gedacht, obwohl es fast ein Mono-Wasser-Team ist. So. Jetzt muss ich sowieso Staraptor wieder aus dem Jenseits holen, ne? Also aus dem Jenseits nicht, aber aus meiner Box, sonst komme ich hier nirgends hin. Jetzt muss ich zum Lake, also ich kenne nur jetzt einen Lake, den ich betreten könnte, ne? Aber ganz im Ernst, wann kann ich... Oder kann man hier überhaupt Darkrai fangen? Das wäre ein sehr gutes Ligi für mich. Nein, du schläfst noch nicht, Kollege. Leider, leider. Boah, aber dass wir das jetzt hinter uns haben, endlich. Ich dachte ganz am Anfang von meiner Session, hey, heute komme ich nicht dahin. Heute komme ich nicht dahin. Ich bin zwar sicher, dass ich ein gutes Matchup habe, aber dass ich so easy durchkomme, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Und das liegt nicht am Overleveled sein. Definitiv nicht. Weil, wenn ich zum Teil gesehen habe, was die für einen Damage ballern, ich sag nur Lucario, das Ding hat mich einfach fast weggehauen. Und ich meine... Senvon ist eins meiner defensivsten Viecher. Und ich habe nichts, was es resistet hätte, ne? Von seiner Aurasphäre. Ich hätte höchstens ein Pokémon sterben lassen müssen und dann mit Knackrack revengen. Aber, yo. Hier ist auch wieder Gyarados. Hier seht ihr, wieder auf Level 54. Aber gut. Haben wir auf jeden Fall mal. Was legen wir jetzt ab? Ich glaube, Sumpex, ne? Weil wir haben einen Boden-Pokémon. Und noch ein Wasser-Pokémon brauchen wir nicht. Ich brauche noch ein Muskelband. Hat das jemand von euch an gerade? Oder ein Expert-Belt, das wäre auch noch gut. Tut mir leid gerade, Kid, dass ich dich nicht mehr in mein Team nehmen kann, aber ich habe einfach gerade keinen Bock zu losen für den nächsten Part. Ich werde, wenn ich wieder Zeit habe, sowieso für den nächsten Arena-Leiter muss ich sowieso wieder andere Pokémon nehmen. Das ist sowas von safe, weil das ist sowieso die Eis-Arena und da ist Staraptor sowieso wieder völlig für den Arsch. Gegen Stein, gegen Eis, alles Todfeinde von Staraptor. Klar, Nahkampf, aber trotzdem. Du willst nicht mit einem Staraptor bei einer Eisarena mitmischen. Nie im Leben. Hä? Oder meint ihr hier? Third Lake Town.
Okay. Also, ich habe keine Ahnung. Eigentlich geht's ja da nicht weiter, prinzipiell. Oder geht jetzt einfach mein Kollege dahin? Das kann auch sein. So. Wir gehen jetzt nachgucken. Gehalt ist alles. Ich werde jetzt auch switchen. Weil die werden safe schon auf Level 55 sein hier. Safe. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Mich graust jetzt schon. So. Gut, dann war es nicht. Dann ist es wirklich seine Explosion gewesen. Und zwar, weil, und zwar hier hinten, weil unser Rival ist jetzt hier nach vorne geprescht und wird jetzt wahrscheinlich von einem Team Plasma Vorstand zerflext. Nach alter Manier. Komm, ich will einfach den Part beenden. Aber ich muss wissen, wo es weitergeht. Weil ich habe Platin nicht mehr so ganz im Kopf. So. Einmal da durch. Dann hier lang. Jetzt kommt sicher ein Pokémon. 3, 2, 1, go. Nein, gut. Das feiere ich. Ich bin viel zu schnell, Mädel. Falls ich nicht gegen dich gekämpft habe, warst du zu langsam. Sorry. Voila. Da wären wir. Da durften wir nicht durchrennen, also durchfahren mit dem Fahrrad. Warum auch immer. Wir dürfen sonst überall fahren, außer in wirklichen Gebäuden. Dass es als richtiges Gebäude zählt, ist auch ein bisschen strange. Aber gut. Na? Yeah, ja, genau, da geht's jetzt weiter. Aber erst im nächsten Part, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich weiß nicht, wann die kommt. Vielleicht Mittwoch oder so. Mal schauen. Jetzt habe ich euch direkt mal zwei Parts hintereinander gegönnt. Weil ich so nett bin heute mal wieder. Und weil ich dazu kam überhaupt. Und dann feiern wir die ja, Lake Session, ne? Und hauen den Plasma-Rüpel 1 ins Gesicht. Tschüss.